Guten Abend, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist euer Shisha-Team. Wir präsentieren euch heute einen neuen Tabak von 187, und zwar den Wild Beast. Der Geschmack, ein wahrer Bärentraum, beinhaltet 6 verschiedene Bärensorten. Wild, voll, prall. So schmeckt unser bäriger Flavor. Eine kühle Schwarzteenote rundet diesen Geschmack ab und gibt ihm das gewisse Etwas. Ihr werdet diese Sorte lieben. Was geht? Cool, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir präsentieren euch heute wieder was Neues. Und ich würde mal sagen, der kleine Einspieler, die Beschreibung hat eigentlich schon alles gesagt. Die 200 Gramm Dose gibt es wie üblich für 16,90 Euro. Und dann kommen wir gleich schon zum Geschmack. Zum Geruch. So, wir kommen zum Geruch. Zum Geruch. Okay, ich fange mal an. Also, das Erste, was ihr riecht, wenn ihr die Dose aufmacht, ist... Ja, so ein wirklicher Mix aus irgendwelchen Beeren und eine angenehme frische Note. Also wirklich exakt rausriechen tut man keinen von den Geschmäckern. Also wir wissen auch nicht genau, was für Beeren da drin sind. Aber ja, es ist halt so ein Mischtabak, riecht aber ganz angenehm. Und wie gesagt, diese leichte frische Note, keine Minze, die riecht ihr aber auch raus. Also ich vermute, dass der Tabak im Geschmack auch so ein wenig Frische zeigt. Ja. Mehr gibt es eigentlich gar nicht rauszuriechen. So, dann kommen wir mal zum Geschmack. Max, ja, was schmeckt's mal denn? Geschmacklich? Warte, ich probiere nochmal. Ja, also geschmacklich muss ich sagen, ist der eigentlich relativ ähnlich dem Geruch. Also man schmeckt auf jeden Fall so einen fruchtigen Beerenmix raus, allerdings auch mit so einer herben Note. Vielleicht der Schwarztee, der drin sein soll. Ja. Also wir hatten letztens den Red Ice vorgestellt, das habt ihr hoffentlich gesehen. Das war ja auch ein Bärenmix, der aber so süß, spritzig, fruchtig, sommerlich ist. Der hier ist wirklich so ein bisschen erdiger und herber im Geschmack, aber auch lecker. Ich weiß nicht, könnt ihr irgendeine Beere rausschmecken? Nee. Wirklich gar nichts. Also pur ist der irgendwie auch ein bisschen schwach im Geschmack, finde ich. Wir haben den schon mal mit dem Sweet Breeze gemischt, unser Favorite Mischtabak. Und damit kann man noch so ein bisschen was rauskitzeln. Also es ist ein angenehmer Tabak so für nebenbei. Ja. Und rauchtechnisch ist auf jeden Fall gar kein Problem. Ja, der raucht super. Seht ihr ja. Genau. Und ja, damit war es das auch schon wieder. Gibt es leider nicht viel zu sagen. Ist so, ja, so eine gute... Gute Probierempfehlung. Ja? Ja. Ja, doch. Probieren kann man den auf jeden Fall. Wer nicht auf zu süßen Tabak steht, der sollte den auf jeden Fall mal probieren, weil er ist ganz lecker, er ist nur ein bisschen lasch im Geschmack, aber das, was man schmeckt, schmeckt wirklich gut. Mir fällt gerade noch ein, es geht so ein bisschen in die Richtung Death Wild Forest, allerdings mit einer deutlich kühlere Note noch dabei. Mhm, und das ist ganz lecker. Ich finde es sehr angenehm. So, vergesst auch nicht, unsere Social Media Kanäle zu checken und auch im Setup mal nach der Beschreibung zu schauen. Im Setup schaut ihr mal nach der Videobeschreibung. Genau, da findet ihr noch ein paar Details zur Shisha und zum Tabak direkt. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Shisha-Team. Haut rein. Ciao. Ich weiß nicht, was los ist. Meine Güte, ey, das war leicht. Ich verliere da glatt mein Gesicht. 90 die 200 Gramm Dose. So, das ist ein Action von den Zuschauern. Warte, ich probiere nochmal. Aber eben, ja, vielleicht so ein Kopf am Tag. Das hat hier nicht. Warum grinst du die ganze Zeit? Du redest dann so. Echt anders, wenn man so ein Blatt vom Gesicht hat. Du seid so geisterkranke. Angemeldet, nehmen wir Tabak so für nebenbei. Ja. Und? Der Rauch.
qualmt gut. Kratzt nicht. Und dann wirst du rauchen. Wir haben noch mehr zu. Nee, haben wir eben nicht. Okay, mach gut. Fertig. Okay. Ja, entweder man kann drüber lachen oder eben nicht.